So. Was haben wir hier da unten? Da waren wir doch vorhin, oder? Waren wir da vorhin? Ja, da waren wir. Da war das Collectible. Da war dieses komische weiße Irrlicht-Ding wieder. Waren wir da? Oh Mann, jetzt muss ich da runtergehen. Aber ich bin mir zu 99% sicher, dass wir da waren. Genau. Da ist dieses komische Collectible-Ding. Okay, wir waren hier. Alles gut. Okay, dann können wir weiter. So, warum leuchten wir hier grün? Ist es wahrscheinlich wegen dem Ding hier, oder? Wir haben gar kein Questziel mehr auf der Map. Fällt mir gerade auf. New Eden Town erreichen haben wir jetzt als Ziel. Okay. Ich glaube, hier werden wir gar nicht weiterkommen, so wie die Map aussieht. Wir schauen aber. Ja, okay. Schaffen wir den Sprung? Keine Spektralspuren in Reichweite. Ich kann dir hier nicht helfen. Dann suchen wir einen anderen Weg. Verdammtes Land. Wenn wir wieder in New Eden Town sind, kannst du ja Beschwerde einreichen. Das werde ich auch machen. Oh, da unten sind Gegner. Da sind viele Gegner. Okay. Das heißt, wir müssen sowieso hier lang laufen. Das war ein gewagter Sprung. Geisterkräfte sind faszinierend. Aber ich komme mir so unbeholfen vor. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Du wirst sie ebenso meistern, wie du alles andere gemeistert hast. Hier geht's auch nicht weiter, soweit ich sehe. Phantomsatz. Benutze mit Antea den Phantomsatz mit LB, um in den Kampf einzugreifen und sofort in die Nähe deines Ziels zu gelangen. Verbraucht Geisterpunkte und benötigt eine Abklingzeit, bevor sie erneut benutzt werden kann. Okay. Kann ich das aber auch machen, wenn ich mit ihm spiele praktisch? Es geht nicht. Okay. Weiß, ich will... Ja, ich... Weiß was, scheiß drauf. Wir machen es einmal. Willst du alleine Spaß haben? Kopf runter! Wie wär's mit einem Highland Kiss? Was ist ein Highland Kiss? Okay, das will ich wissen. Wie wär's mit einem Highland Kiss? In den Armen des Schotten, die Highland Kiss Saga. Okay, ich glaube, das ist eher was anderes. Hä? Das ist einfach irgendein Buch. Highland Kiss. Signed Limited Edition. Hä? Okay. Okay, ich muss nicht alles verstehen. So, was haben wir hier? Einmal ganz viel gar nichts. Sehr gut. Schön, dass wir hier waren. Dann gehen wir zurück. Ich will endlich das Gewehr haben, Mann. Tiltet mich das, dass wir das Gewehr noch nicht haben. Wir müssen einfach alles hier nochmal ablaufen.
Okay, der schwere Angriff ist halt schon geil. Also der schwere Angriff ist schon cool, muss ich sagen. Spektrale Aktivitäten. Du hast deine Ansammlung spektraler Aktivität gefunden. Als Verbanner obliegt es dir, diese Gefahren zu bannen. Deine Lebenspunkte und Sudladungen werden zu Beginn und nach Abschluss einer solchen Begegnung vollständig wiederhergestellt. Okay, also so kleine Challenges praktisch. Wie so Arena-Kämpfe. Durch das Eliminieren erhältst du dauerhafte Boni auf deine Stärke. Das ist natürlich cool. Mit den richtigen Worten der Macht könntest du die Schemen in der Nähe dazu zwingen, sich zu zeigen. Ja, let's go. Spektrale Heimtücke. Mehr Schaden, wenn Antea wenig Geisterpunkte hat. Verändert die Regeln im Kampf, in dem Gegner zwar zäher werden, dafür aber auch anfälliger für bestimmte Schadensarten. Der Effekt ändert sich jedes Mal, wenn du ein endloses Ritual abschließt. Okay, aber es ist so fucking verwirrend. Woher weiß ich denn jetzt, was ich hier brauche? Ich habe doch überhaupt keine Infos. Oh, doch, habe ich. Ich brauche das hier. Weil wir haben ja keine Kette. Es gibt ja keinen. Zeigt euch und zeigt euch! Es ist kein Echo, also muss es die Geißel sein. Bist du etwa nicht mehr auf der Höhe? Oder auch nicht. Ach, Haken steht da. Junge, hier war immer Echo. Auf einmal steht da Haken. Ich verstehe es nicht, Alter. Ich muss es mal googeln. Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst oder keine Ahnung wie. Irgendwas verstehe ich nicht. War das gerade das falsche Ritual? Das Game trollt mich, Alter. Enthüllt euch. Aber da stand, wir brauchen eine Kette für das Ritual. Da stand, wir brauchen ein Objekt, das mit dem Verstorbenen zusammenhängt, um das Ritual durchzuführen. Und wir hatten einfach gar nichts. Das hat null Sinn gemacht. Ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Also wir müssen ja irgendwie ihre Geisterpunkte verbrauchen, weil wir dann mehr Schaden machen. Oh ja, wir machen viel mehr Damage. Sie lernen es einfach nicht, oder? Oh. Boah, wir machen ihm halt gar keinen Damage, ne? Mit ihr. Weil das ja keine lebenden Leichen sind, sondern weil das ja diese Geister sind. Aber wir müssen halt einfach ihre Geisterpunkte verbrauchen, damit wir mit ihm mehr Schaden machen. Weil wir ja diese Sonderbedingungen hier in dem Kampf haben. Macht erhöht +1 auf alle Attribute. Geil. Da stand eigentlich, wir kriegen nur +1 auf Stärke, aber wir haben +1 auf alle Attribute bekommen. Und insane viel Spektralstaub. Okay, cool. Okay, nice. I like it. Coole Activity. So, von da sind wir gekommen. Sind hier nach rechts gegangen. Das heißt, da haben wir alles.
Hier haben wir auch alles. Da können wir. Können wir? Ja, hier können wir hoch. Okay. Warte, warte, warte. Hier sind Spuren. Wenn die Ausrichtung stimmt, können wir hier vielleicht springen. Du sagst, wo es lang geht. Ich bin nur der Handlanger. Ah, wir hatten doch diese eine Stelle, wo ich mir überlegt habe, wie komme ich da hoch auf diese Klippe? Da müssten wir ja fliegen. Mit ihren Spuren, mit ihrem Sprung kommen wir da hoch. Jetzt macht alles Sinn, aber was wir mit unserem Geld machen, ist mir auch noch nicht so ganz bewusst. Okay, wo... Wo können wir hier springen? Ist es hier? Nee. Hier ist einfach nur ein Lager und Sackgasse. Sunderpilz Leder. Wait. Es ist gar kein Lager. Also es ist ein Lager, aber kein Lager, an dem ich rasten kann oder so. Oh Mann. Ich hätte jetzt echt gerne Schnellreise gemacht, wäre kurz zurück zum Anfang gegangen und wäre an der einen Stelle auf die Klippe gegangen, wo wir jetzt hin können. Schade. Okay. Okay, okay, okay. Ich muss da hoch, nehme ich mal an. Warte mal, da war ich hatte gerade irgendeinen Soundeffekt. Hier. Genau hier unten. Hä? Hä? Wait a minute. Muss ich hier hoch? Okay, ich bin verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt habt ihr es geschafft. Hier ist auch was. Okay, also diese Muster zu lesen, überfordert mich auch hart, muss ich sagen. Also steckt hier irgendein Sinn hinter den Linien oder ist das einfach nur random? Da ist irgendwas. Jetzt sehe ich es nicht. Hä? Hey Junge, was? Warum ist hier so ein Kreis auf dem Boden?
Vielleicht, wir gucken mal, vielleicht doch von hier oben. Ah, guck mal. Okay. Ganz schön hoch. Vertrau mir. Let's go. Geschafft. Ja. Erinnere mich beim nächsten Mal daran, die Augen zuzumachen. Zurückgelassenes Tagebuch. Wir schreiben das Jahr 1695. Dessen zumindest bin ich mir sicher. Den Newsmith zufolge war ein Fehler. Was den Newsmiths zu folgen, war ein Fehler. Nachdem wir unsere Häuser verlassen und bei Regen und Wind durch den finsteren Wald stapfen mussten, erreichte unsere Gruppe ein altes Jägerlager. Die Brücke nach Boston ist kaputt und wir können nicht weiterziehen. Diese Flucht in die Freiheit war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Erinnerungen an unser Zuhause in New Edentown verblassen von Tag zu Tag mehr. Wir hatten dort Freunde und Nachbarn. Das Gelächter der Kinder schallte durch die Gänge der Schule und wir hatten ein Gemeindezentrum mit einem Pastor, der sich wirklich um uns kümmerte. Als wir mit Thickskins Gruppe aufbrachen, kehrten wir New Edentown, ein Dorf, das wir einst aufgebaut hatten, den Rücken. Ich vermisse unser Zuhause zutiefst. Beth geht es ebenso, auch wenn sie versucht, es nicht zu zeigen. Wir werden zurückkehren. Wir packen erneut unsere 7 Sachen und gehen zurück in unsere Heimat. Was immer durch den Wald streift, kann sich zum Teufel scheren. Möge Gott uns beistehen. Amen. Und da hinten wieder das obligatorische Collectible, das wir nicht einsammeln können. So traurig. Ich glaube, random, man muss nur den richtigen Blickpunkt finden. Ja, okay. Also ich glaube, du brauchst halt, so wie ich das gerade verstanden habe, nachdem ich es rausgefunden habe, ich glaube, du brauchst halt von deinem Absprungpunkt dahin, wo du hin willst, eine gerade Linie. Aber diese Geräusche finde ich... Ach, das ist nur, wenn wir in den Bereich kommen, wo irgendwas wäre und das andere Geräusch ist, wenn wir wieder rauslaufen. Okay. Langsam komme ich dahinter. Oh! Oh! What the fuck? Flucht! Wie wär's, wenn du dein Schwert nimmst und das Seil durchschneidest? Ich nicht mehr kopfüber hänge. Was war das? Eine Schlingfalle. Jacob Lynn sprach von einem Jägerlager. Es könnte in der Nähe sein. Etwas ist hier. Was? Lebendiges? Ja. Da ist mein Gewehr. Na toll. Ich wette, das Gewehr kriegen wir. 100 Pro. Und ich wette auch, dass die nicht böse sind. Die haben einfach nur Angst. Wer seid ihr? Und woher kommt ihr? Ich komme von New Edentown. Dann seid ihr furchtbar weit gereist, werter Herr. Wer seid ihr? Ach, die können sie nicht sehen. Ich bin Red McGrath. Die Stadträte von New Edentown haben mich angeheuert. Ich bin Verbanner. Seid ihr nicht mit dieser anderen Person im Gemeindehaus ums Leben gekommen? Nope. Ich bin in die Fluten gestürzt und wurde davongeschwemmt. So habe ich überlebt. Nun, bis jetzt jedenfalls. Das erste Mal, dass ich einen Verbanner sehe. Ich hätte mehr erwartet. Könnten wir diese Unterhaltung eventuell fortsetzen, wenn ich wieder festen Boden unter den Füßen habe? Hey, immer mit der Ruhe. Ja, sie schießt aufs Seil. Hört auf zu zappeln. Stillhalten, habe ich gesagt. Ich will sehen, wie ruhig ihr bleibt, wenn auf euch geschossen wird. Wenn das so ist, Verbanner, könnt ihr euch ja selbst aus der Falle befreien. Was? Wie? Nein, warte! Unser Lager liegt unten am Hügel. Ich werde dort auf euch warten. Kommt zurück! Okay, die sind irgendwie cool.
Und sie findet es auch irgendwie lustig. Oder? Das war unterhaltsam. Schön, dich lächeln zu sehen. Warte. Da ist etwas. Was Lebendiges? Nein. Oh shit, wird das der erste Bossfight? Ein Knochenwandler. Er hat uns Scheiße. Alter, nimm dein Schwert! Alter, er provoziert mich gerade extrem. Nimm doch dein Schwert und schneid das verfickte Seil durch. Was ist denn mit ihm? Spannend machen sie es ja schon. Okay, Leute, Bossfight. Den klatschen wir jetzt um. Komm her, Alter. Ich parry dich komplett weg. Schade, doch nicht. Okay, also ist vielleicht doch kein Bossfight, wenn ich überlege, wir haben ihn mit zwei Schlägen fast halbes Leben abgezogen. Wenn Gegner blocken, kannst du ihre Verteidigung mit bestimmten Angriffen durchbrechen, wie zum Beispiel Reds aufgeladene Angriffe, Antheas Manifestationen, perfekte Wechsel. Hast du etwa Angst vor einem kleinen Schlag? Okay, das war doch kein Bossfight. Ich habe irgendwie mehr erwartet. Oder ist schon der nächste? Echt jetzt? Wir haben ihn geone-shottet mit unserem Bannangriff. Holy shit, okay. Also. Okay. Ich liebe dieses Game. Aber was mir wirklich fehlt, sind halt, bis jetzt zumindest, sind halt geile Bossfights. Mit Mechanics, die man erstmal lernen muss. Verschiedene Angriffsmuster und so weiter. Da muss ich sagen, das fehlt mir ein bisschen. Also wir hatten ja nicht einen anständigen Bossfight bis jetzt. Und wir sind schon so hier 4-5 Stunden into it. So, dann gucken wir mal, was der hier gemacht hat. Oh, einmal ein Zettel. Notiz eines alten Jägers. An die Mistkerle, die hier alles mit ihrem beschissenen, verdorbenen, halb aufgegessenen Fraß und ihren beschissenen, kaputten, scharfkantigen Pfeilspitzen und was weiß ich verdrecken. Ihr seid eine Schande. Hier war schon lange niemand mehr, alles verrottet. Und eine goldene Kiste. Die letzte war noch so bläulich. Diesmal ist sie gold. Okay, wir gucken mal. Vielleicht kommt das hier Armband der Harmonie. Nahkampf-Spektralschaden 10, Zorn 5. Was ist Zorn? Was ist Zorn? Wo wird... Ah, hier, guck mal. Zorn, Manifestationsschaden erhöhen. Okay, was sind... Der Begriff kam gerade schon. Was sind Manifestationen? Okay, dieser Phantomsatz ist zum Beispiel... Also es sind einfach ihre Spezialfähigkeiten. Das ist eine Manifestation, aber die macht natürlich keinen Schaden und dieser Phantomsatz ist... Okay, alles klar. Gut. Trotzdem nochmal, wie krass ist denn Demon Slayer, Junge? Alter, brutal. Vor allem, ich finde, es hat sich am Anfang ein bisschen Zeit genommen. Es hat sich am Anfang ein bisschen Zeit genommen, zumindest bei mir, bis du wirklich into it bist. Also, diese... So wirklich geil fand ich es erst so ab Kyojuro, wo er gestorben ist und so weiter. Davor war so,
Aber jetzt, seitdem, einfach nur geil. Oha, werfe mal die Google-Maschine an und schau, ob was Gutes bei rauskommt für deinen Urlaub. Ja, mach mal. AFK. Aber ja, guck mal, schick's gern hier in den Chat oder ins Discord. Ich guck's mir dann mal an. Aber ich bin so sehr wählerisch, was ich zock. Also nicht traurig sein, wenn ich sag, ich kenn's schon oder ist nichts für mich oder habe ich schon mal angezockt, hat mir nicht gefallen. Das mit dem Zug hatte ich schon, genau. Das war ja, wo Kyojuro gestorben ist. Und jetzt bin ich bei... wie heißt die Staffel? Das hat ja immer irgendwas mit Arc im Namen. Freudendistrikt Arc oder irgendwie sowas mit der Klangsäule. Shit, wie heißt der? Ich hab's schon wieder vergessen. Wo sie gegen die zwei, die ist noch besser, definitiv beste Staffel bis jetzt. Ich find's mega geil, wo sie gegen diese zwei Dämonenmonde kämpfen. Die nächste auch wieder besser, holy shit, okay. Also ich habe tatsächlich vorhin gerade, weil ich habe eigentlich gar keine Zeit irgendwas anzugucken, weil ich eigentlich die ganze Zeit nur im Stream bin. Gib mir das. Mann, parryn. Mann, die haben echt so ein richtig hässliches Angriffsmuster. Das ist so ein bisschen Elden Ring Style hier. Alter, das war aber ein... Haben wir ein paar übersehen? Beweg dich, Red. Also mit dem Parrying tue ich mich wirklich schwer, muss ich. Das ist super weird. Ich check auch nicht ganz, ob ich zu früh bin oder ob ich zu spät bin immer. I don't know. Also auf jeden Fall gucke ich eigentlich nur zum Essen immer Demon Slayer. Weil ich ansonsten nicht wirklich Zeit habe. Also ich stream halt. Wenn ich aufhöre zu streamen, muss ich schlafen gehen. Im Endeffekt ist meine einzige Zeit, irgendwas anzugucken, wenn ich was esse. Oder mal am Wochenende. Aber da ist meistens Freundin da. Oder ich stream halt auch. Aber ich habe vorhin genau fertig gegessen. Das muss das Lager sein, von dem als sie gerade diesen sieht unscheinbar aus von hier. Diesen wer beiden Dämonenmunden den Kopf Art abgeschlagen Jäger? Haben. Sie hat dich jedenfalls nicht gemocht. In solch schwierigen Zeiten hilft man einem Fremden nur ungern. Und es war ja dieses Bruder-Schwester-Duo, wo sie beiden den Kopf abschlagen mussten, damit sie sterben. Er war ein super krasser Kampf. Aber ich feiere auch, ich finde den auch richtig cool, diese, scheiße, wie heißt denn der? Diese, gut gegen die Knochenwandler geschlagen. Diese Klangsäule. Vor allem. Es ist seltsam, die Toten von dieser Seite aus zu sehen. Ich fand den übel witzig. Sie wirken ungewöhnlich vertraut. Sind da war ich korrekt. Tausendfach grässlicher. Shit, wie heißt denn der Mann? Ich google's gleich, das nervt mich jetzt echt. Befestigungen, düstere Minen, kein gutes Zeichen. Ruh dich aus, besorg neue Vorräte und dann schnell weiter nach New Eden Town. Pengen, genau. Danke. Guten Tag, Madam. Und euch auch einen guten Tag, Herr. Ihre Nase habe ich hier aber noch nicht gesehen. Woher kommt ihr denn? Das, Madam, ist eine lange Geschichte. Ich bin Red McRae. Sag doch einfach Schottland, Alter. Edith Keane. Miss Keane, wenn ihr wollt. Also gut, wir sind keine Fremden mehr. Obwohl die Zeiten in der Tat befremdlich bleiben. So schlimm, was?
Wir werden sicher überleben, aber jetzt gerade sind wir müde und hungrig. Also es war auf jeden Fall ein geiler Kampf, war super geil animiert, also... Was gibt's Neues? Es tut mir leid, Herr, ich habe zu viel zu tun. Gott wird okay, diesen Alter, sehen, aber er Entschuldigung, uns, um die Arbeit zu was tun. Ich dir hallo sagt. Sicherlich. Ja, natürlich. Seid ihr allein hier? In der neuen Welt, meine ich. Keine Familie in England? Ich habe keinen Ehemann, wenn ihr das meint, und ich will auch keinen. Ich habe ein Grundstück zu bewirtschaften und einen Bruder zu ernähren. Das reicht mir. Seht euch doch um. Wie könnte ich mehr wollen als all das hier? Warum sollte ich mich nach Seide sehnen, wenn ich all diesen Scheiß hier habe? Ihr geht als einsamer Mann durchs Leben. Ihr seht nicht schlecht aus und doch scheint ihr nicht reich zu sein. Ich gebe euch einen Tipp. Sucht euch einen reichen Mann und heiratet ihn. Ha! Ich? Wir sind doch ein Mann. Warum soll ich mir einen reichen Mann suchen? Wenn, dann suche ich mir doch eine reiche Frau. Ich muss jetzt gehen. Passt auf euch auf, Herr. Mit Gottes Hilfe werden wir alle bessere Tage erleben. Hä, was war das für eine Aussage, Junge? Also, kann man ja gerne machen. Nichts dagegen, aber ich glaube nicht, dass im Jahre 1700 dir irgendwer einfach geraten hätte, als Mann, such den reichen Mann. Aber gut. So, können wir in dieses Haus rein? Können wir grundsätzlich, aber momentan noch nicht. Ist verschlossen. Okay, wer bist du? Einen schönen Tag. Ich bin Red McGrath. Der Verbanner. Wie seid ihr hierher gekommen? Es war zugegebenermaßen mühsam. Eben, es wagen sich nur die in den Wald, die im Umgang mit einer Waffe geübt sind. Der Rest von uns Dummköpfen hängt hier im Lager fest und wartet auf die nächste Fütterung. Daniel Keen, übrigens. Besteht eine Verwandtschaft zu Edith? Und ob? Wir sind Zwillinge. Nicht, dass wir uns ähnlich wären. Sie mag ihre Geschichten. Hört sich selbst gern reden. Die gute Edith liebt es dramatisch. Tut sie wirklich. Allerdings gibt es in letzter Zeit auch genug davon. Mal gucken, ob er uns ein bisschen mehr erzählen kann hier über... Nun, Daniel, was gibt es Neues? Tut mir leid, euch jetzt so stehen zu lassen, Mr. McGrath. Aber ich habe noch viel zu erledigen. Alter, was ist denn mit den Leuten hier? Einen Beitrag leisten, oder? Er steht da einfach dumm in der Gegend rum, macht gar nichts. Aber wenn ich ihn frage, was gibt's Neues? Also ich bin so im Stress, habe ich jetzt überhaupt keine Zeit dafür. Okay. Okay, das merke ich mir, wenn er Hilfe braucht. Was ich mich gefragt habe, was hat euch in die neue Welt gebracht? Warum habt ihr eure Heimat für das Unbekannte verlassen? Wie so viele... waren auch wir auf der Suche nach einem besseren Leben. Ein besseres Leben, in der Tat. Auf Wiedersehen, Daniel. Ja, versucht in der Zwischenzeit nicht zu sterben. Freue mich auf den Kinofilm. Ja, ich auch. Aber das Problem ist, dass ich halt, legit niemanden kennen, der sowas anguckt. Und mich dann einfach allein ins Kino setzt. Traurig, oder? Big Sad. Oh, hier ist doch was. Hier ist doch was. Aha. Ich bin einfach der Geheimnislüfter. Vielleicht bin ich der Erste, der das hier überhaupt findet. Das Game ist ja noch nicht so alt. Vielleicht war hier überhaupt noch nie jemand. Einfach mein Adlerauge hat einfach sofort den Geheimweg erkannt. Pro Gamer. Komm nach Rendsburg. Aber das Geile ist, ich bin sogar so drauf,
dass ich mir das sogar ernsthaft überlege. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich dachte, hier ist ein kurzer Geheimweg und dann irgendwie eine Kiste und dann laufen wir wieder zurück. Wir sind ein komplett neues Gebiet hier. What the fuck? So, von da sind wir gekommen. Wo bin ich denn jetzt? Emmelshausen ist 20, 30 Minuten von Koblenz entfernt. Ja, okay. Nein, also, das Geile ist, ich kriege ja auf Arbeit ab und zu mal Autos, die irgendwie einfach noch, also die verkauft werden sollen. Und da fehlen halt aber, warum auch immer das so eine Regel gibt, da fehlen halt irgendwie, das Auto braucht noch 2000 Kilometer, damit es verkauft werden kann. Und die muss halt jemand fahren. Und ganz ehrlich, ich bin echt so drauf. Ich bin immer spontan am Start. Ich setze mich Freitagmorgen in so ein Auto und bin Freitagabend da zum Kinofilm schauen. Also ich mach so Sachen. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Wir sind auch letztes Jahr, wir sind ein Wochenende ganz spontan auch mit so einem Auto einfach nach Genua gefahren, nach Italien runter. Das Wochenende danach, also glaube ich wirklich 17, 18 Stunden Fahrt insgesamt. Das Wochenende danach hatte ich wieder so ein fucking Auto und ich liebe halt auch Autofahren, das kommt halt auch noch dazu. Und wir sind Genua ist ja praktisch, wenn du Italien anguckst, dann hast du ja den Stiefel und oben am Stiefel ist ja dann dieser Bogen zum Rest von Europa. Und Genua ist genau rechts, genau in der Kurve, die erste Stadt am Meer. Und ein Wochenende danach hatte ich wieder so ein Auto und wir sind einfach dann aber auf die linke Seite vom Stiefel gefahren nach, was war da? Neapel? Nee, fucking Dinger. Wie heißt diese Kackinselstadt in Italien? Oh, ich war doch da. Dieses Jahr war ich sogar noch da. Fuck, wie heißt diese Venedig? Junge, Venedig einfach. Ich war am Arsch. Danach wollte ich wirklich erstmal kein Auto sehen eine ganze Weile. Zwei Wochenenden, 30 Stunden im Auto. Habe ich früher auch, aber jetzt mit Hund raus. Mit Hund, Haus und Frau ist was anderes. Ja, ja, klar. Ich kenne es ja auch von meinen ganzen Kollegen, die Kinder haben etc. Du hast halt einfach Verpflichtungen. Du kannst halt einfach nicht mehr spontan irgendwie mal 3 Tage wegfahren. Ist aber auch ganz verständlich. Aber musst du ja nicht. Wenn dann guck ich ja zu dir. Fuck, die Map ist huge, Alter. Ich bin komplett überfordert. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hingehen soll. Und bis jetzt war das so schön linear. Wir hatten einen Weg, den sind wir abgelaufen und dann war gut. Und auf einmal hier Open World. Oh, der Baum sieht geil aus. Der Baum sieht geil aus. Okay, wir müssen irgendwie systematisch vorgehen. Wir gehen, glaube ich, von links nach rechts. Also wir gehen erstmal hier hoch. Ich brauche, Mann, überall diese Dinger. Ich brauche wirklich, ich brauche endlich mein Gewehr. Altar des Lebendreichs, okay. Ist auch so eine komische Sache. Ah, guck mal, da können wir von oben runterspringen. Okay. Okay, okay, okay. Was geht jetzt ab? Shit, der ist Stufe 10. Oh mein Gott.
Überlass das mir. Warum soll ich das ihr überlassen? Sie macht nicht mal Damage. Hier, das ist für dich. Alter, wir sind Level 6, der war Level 10. Vielleicht sollten wir hier noch nicht sein. Vielleicht sind wir hier ein bisschen zu früh. Da kann ich runter. Ist gut? Will ich da runter? Aber wir können ja wieder hochklettern. Oh, was? Oh. Was haben wir hier? Der Fährtenleser. Eine seltsame Holzfigur, die in der Nähe einer verfluchten Truhe in den flüsternden Bäumen westlich des Jägerlagers gefunden wurde. Okay, hier sind irgendwelche Symbole an der Wand. Und da können wir auch wieder runterspringen. Okay. Okay, also hier ist irgendeine verfluchte Truhe und ich glaube, diese verfluchten Truhen sind praktisch die Truhen, wenn du sie aufmachst, kommt halt irgendein Gegner. Aber wo ist die Truhe? Da drin wahrscheinlich. Verschlossen. Ach nö. Seinen Schlüssel geben. Okay, wo ist der Schlüssel? Und was bedeuten die Symbole hier? Vielleicht macht es ja irgendeinen Sinn, dass wir hier runter können. Wait a minute. Sind wir nicht von hier gekommen? Genau, von hier sind wir aus dem Dorf rausgekommen. Aber wo ist der Schlüssel für dieses Haus? Also rein logisch gesehen müsste er irgendwo hier im Umkreis sein, aber da haben wir eigentlich alles abgesucht, da war ja nichts. Okay, dann schwierig. Dann gehen wir mal zu diesem Schrein der Lebenden und gucken, was da abgeht. Aber finde ich auch ganz cool, muss ich sagen, dass du jetzt wirklich so ein bisschen Open-World-mäßig hier das Ganze... also du bist nicht mehr 100% an die, so wie es bis jetzt war, an die Storyline gebunden, sondern du kannst jetzt einfach so ein bisschen hier frei rumlaufen, so ein bisschen Geheimnisse erkunden, Materialien sammeln, whatever. Bin ich ja ein Riesenfan davon, also so Open-World und so liebe ich ja. Ist jetzt zwar keine Open World in dem Sinne, aber ihr wisst, was ich meine. So, hier geht's weiter, aber hier müsste wirklich eine Sackgasse sein, oder? Oder? Auch nicht, da kommen wir da hoch. Ah, hier kommt, unten ist die Sackgasse, hier oben kommen wir zu dem Schrein. Okay, das heißt, wir gucken erstmal kurz unten zu dem toten Baum. Ich habe, by the way, irgendwelche komischen Flüsterstimmen in meinen Kopfhörern. Ich habe irgendwelche... Was ist in der Nähe? Wo ist es? Ich höre irgendwelche komischen Geräusche. Eventuell dieser Schrein. Wait a minute, hier ist ja auch keine Sackgasse. Hier kommen wir wieder runter zu dem Haus dann. Okay, alles klar. Okay, okay, okay. So.
schneller werden. Verpisst euch! Der Baum ist auch komisch. Der Baum passt hier einfach... Ah, guck mal, was wir da oben haben. Der Baum passt hier einfach nicht rein. Also es ist eigentlich echt ein schöner Wald. Und mittendrin ist so ein toter Baum. Finde ich auch irgendwie ein bisschen sus. Okay, was kannst du? So belebt. Ein seltsames Gefühl, aber... Ja, cool. An dem Altar haftete Essenz. Aber jetzt ist sie weg. Ich fühle mich ausgeruht. Entspannt. Geistig und körperlich. Plus 10 Gesundheitspunkte. So, was ist jetzt hier mit diesem komischen Baum? Der ist einfach da, ne? Aber der passt hier nicht her. Das sieht aus, als wäre da... Na gut, okay. Dann gehen wir weiter auf Schlüsselsuche. Für die Hütte da oben. Ist natürlich auch immer so eine Sache in diesen Games, ne? Wenn... Wie weit sind die... Also du findest ein Haus, Haus ist abgeschlossen. In welchem Umkreis suchst du den Schlüssel? Ist der direkt am Haus irgendwo versteckt? Ist der irgendwo auf der Map? Also irgendwo in dem Gebiet, also ein bisschen weiter weg. Who knows? So, wir gehen mal von hier oben praktisch nach unten. Das heißt, wir gehen jetzt als erstes mal hier rein. Hast du das gespürt? Es ist nah. Es ist... Was? Es ist gütig, einen Geist zu verbannen. Als Christ fürchte ich die Hölle und die ewige Bestrafung der Sünder. Als Pfarrer glaube ich an die heilige Kraft der Vergebung. Als Philosoph und Gelehrter weiß ich, dass Wissen eine wunderbare Frucht mit 1000 Geschmacksrichtungen und Samen ist. Als Verbanner habe ich gelernt, welche Macht in den Worten verborgen ist, die einmal für ihre wahre Bedeutung bekannt waren. Geister und Schemen sind nur umherwandernde Seelen, verloren und gefunden, traurig und zornig, die von den Lebenden unwiderstehlich angezogen werden, weil sie sich nach ihrer geistigen Wärme sehnen. Es ist meine Pflicht als Christ, als Geistlicher, als Gelehrter und als Verbanner, meine Brüder und Schwestern zu schützen. Es ist meine Last, die Unreinen zu erschlagen und sie verschwinden zu lassen. Und ich muss gestehen, dass es für mich als Richter eine Erleichterung ist, wenn ich eine solche arme Seele, der nicht geholfen werden kann, vernichte, wenn ich das Band, das ihn oder sie unter uns hält, durch meine Verbannung dauerhaft löse. Ja, es wäre eine Erleichterung zu wissen, dass ich ein besseres Ende biete als die ewigen Flammen, die die Sünder bis zum Ende der Zeit erwarten. Charles Davenport. Oh, Charles! Unser Boy Charles! Was macht denn dem sein Buch hier? So, wir gehen noch mal kurz hier rein. Aha. Aber hier ist Sackgasse. Okay, alles klar. Sehr gut. Zumindest mal ein Dead End. So, dann. Schauen wir, glaube ich. Ah, ne, hier waren wir schon, gell?
Hier waren wir auch noch nicht. Etwas ist hier. Im Verborgenen. Der Fährtenleser. Noch so ein Ding. Ich spüre etwas aus der Spektralwelt in der Nähe. Okay, wir haben jetzt zwei von diesen Fährtenleserfiguren gefunden. Aber was machen die? So, von hier kommen wir. Da oben geht's auch noch weiter. So, genau, wir sind von hier gekommen. Sind ja den Weg lang, das heißt, hier müssen wir nicht nochmal lang. So, das heißt, wir gucken jetzt mal hier zu diesem komischen Baum. Wir gucken jetzt mal, was hier hinten ist. So, wo lang? Links, rechts? Gehen erstmal hier lang. Jo, sag mir nicht, ich muss da hoch. Alter, wie riesig ist dieses Gebiet? Oh mein Gott! Weltfortschritt 3%. Aber geil. Cool. Was läuft? Okay, aber die sind. Na, wobei der eine ist Level 10, die anderen gehen. Du bist im Visier. Fuck. Junge! Du kannst mit euch um Hilfe bitten. Der ist in meinem Schild umgeben. Aua, wir haben nur noch einen hier. Versuch's mal damit. Versuch's mal mit Gemütlichkeit. Etwas versteckt sich. So, jetzt haben wir keinen Heal mehr. Und jetzt ist halt die Frage. Kommt hier bald ein Lager, an dem wir unsere Vorräte auffüllen können, wo wir schnell reisen können? Bin ich einfach kacke oder sollen wir hier einfach noch nicht sein? So progress-technisch. Was? 25, 19, 19, 17? Warum steht das hier? Warum steht das hier? Warte mal, hier steht auch was. Boah, Alter, ich fange jetzt nicht an, mir die ganzen Zahlen aufzuschreiben. Aber als ob wir jetzt hier den Schlüssel finden für das Haus komplett hier hinten. Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
Die ganz komische Geräusche von da oben. Leather? Was haben wir hier? Red, dieser Gegenstand ist mit etwas Bösartigem belegt. Ich kann es spüren. Nur spüren? Es ist selbst für mich nicht sichtbar. Aber ich kann den finsteren Willen hören. Wie einen Fluch oder einen Zauber. Ein Fluch oder ein Zauber also? Vielleicht könnte uns Seeker damit behilflich sein. Geisterentfesselung. Aktivität gestartet. Mein Gott, 1907 Meter. Ja, wo bitte ist es? Jo, was? Da ist New Eden, Junge. Ich such's die ganze Zeit auf der Map. Oh mein Gott. Wie sind wir von da? Alter, was ist passiert? Wie konnte diese Sache so schief gehen? Wie sind wir von hier ans andere Ende der Welt gekommen? Okay. Flieg mal hin. Zerstörbare Wand. Du verfügst nicht über die erforderliche Manifestation. Alter, wir spielen wirklich einfach God of War. So, okay. Also, wir können hier oben momentan nichts machen. Ist auch was wert, das Wissen. Ist auch was wert. Da können wir noch lang, aber es kann auch gut sein, dass wir hier oben rumlaufen und dann praktisch hier einfach wieder rauskommen. Wir gucken mal. Wir gehen mal hier oben weiter. So, da geht's wieder runter. Ich würde aber, glaube ich, einmal kurz hier oben bleiben. Ich meine, ich frage mich halt auch, wo das nächste Bonfire ist. Dass wir einmal unsere Sachen auffüllen können, speichern und so weiter. Was haben wir da? Das ist doch wieder so ein Fährtenleser-Ding, oder? Oh, hier kommen bestimmt Gegner, sobald ich da unten bin. Beweg dich, Red. Wie ein Buch. Aua. Nichts mehr da. Scheiße, wir haben kein Heal mehr. Jetzt wird's halt wirklich ungemütlich. So, Fährtenleser. Dreimal Fährtenleser, eine aufgeschlitzte Holzfigur. Mysteriös. So, will ich jetzt hier runter oder... Nee, wir gehen erstmal wieder kurz hoch und gucken, was da noch war, weil ich glaube, da ist Sackgasse und danach können wir hier unten weitergehen. Hier kommen wir wieder nicht weiter. Das ist wieder eine zerstörbare Wand, die wir noch nicht kaputt machen können. Okay. Und hier ist doch keine Sackgasse. Yay.
Okay, aber... Wir können von hier... wieder zurück. Wir können actually... Oh, wir brauchen das Seil. Wir wären von unten sonst gar nicht hier hochgekommen. Wir mussten hier lang gehen. Okay. Hey, Philipp, was hast du denn eigentlich für einen Hund? Hier stehen wieder Zahlen. 25, 19, 19, 17. Die standen vorhin schon dran. Hier stehen überall dieselben Zahlen, aber wir hatten einmal stand eine andere Zahl dran. Was ist das hier für ein komisches Kohlebecken? Mann, ich verstehe das Game nicht, Alter. Es sind einfach so viele Rätsel. Shit, warum ist er so schnell? Darf ich auch mitmachen? Klar. Ich glaube aber auch, ich muss öfter mit ihr spielen. Weil... Ich denke mir halt, sie ist ja praktisch nur... Guck mal, hier steht wieder was anderes. Hier steht wieder 26, 22, 022, 113, 23. But why? Also... Großpudel? Geil, Alter. Da waren wir vorhin. Pudel sind witzig. Pudel mag ich. Also ich glaube, würde ich mir selber einen Hund holen, wäre es kein Pudel, dann wäre es tatsächlich, ich bin so ganz standardmäßig, so, weiß ich, entweder so einen schönen Schäferhund oder einen Golden Retriever, so Standard Family Dog, aber Golden Retriever finde ich halt übel geil. Aber Pudel sind auch übel cool. Was ich auch übelst feier, sind so Huskies, diese nordischen Hunde. Aber da hast du halt immer die Problematik. Die brauchen halt so unmenschlich viel Auslauf, die Hunde. Also mit denen kannst du eigentlich fast jeden Tag irgendwie 3 Stunden in den Wald joggen gehen, damit du so einen Hund wirklich nicht quälst. Also diese Hunde, das sind ja Laufhunde sozusagen. Und allein aus dem Grund würde ich mir halt niemals irgendwie einen Husky oder so holen, weil ich halt einfach... Jetzt komme ich hier wieder raus, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Egal, wir gehen den Weg kurz. Weil ich halt einfach nicht die Zeit habe, mit dem Hund jeden Tag irgendwie 3 Stunden im Wald rumzurennen. Okay, aber wir werden besser, wir werden besser. Also die Fights habe ich langsam ein bisschen mehr im Griff. Gerade mit dem Dodgen und so, wenn du diesen roten Marker halt auf dem Bildschirm hast, dann musst du halt zur Seite ausweichen. Funktioniert ganz gut. So, ich weiß gar nicht, ob wir hier weiter können. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir müssen, das ist wieder so eine Stelle, wo wir von oben mit dem Seil, das heißt, wir müssen hier von oben kommen. Okay, was haben wir hier noch? Madison, let.
Easy. Easy Game. Warum haben wir einen Heal? Hey, wo kam der Heal her? Unser Heal war alle. Irgendwie haben wir einen Heal aufgeladen, aber ich weiß nicht wie und ich weiß nicht warum. Gut, stimmt nicht so ganz. Ein Freund von mir hat Huskies gezüchtet. Er sagt, auch wenn du ihm die 3 Stunden nicht angewöhnst, braucht er auch keine 3 Stunden laufen. Ja, aber das ist halt seine fucking Natur, also... Aber da ist halt die Grundsatzfrage, was ist, wenn du Tiere hast und du lässt die Tiere nie raus? Die Tiere denken im Endeffekt, deine Wohnung, also gerade sag mal Katzen. Du lässt die Katzen nie raus. Das sind so Stubenkatzen. Die Katzen denken, deine Wohnung ist die Welt. Weil die kennen einfach nichts anderes. Das heißt, die Katze, in Anführungszeichen, stört es nicht, dass sie nicht raus kann. Aber heißt es dann, dass die Katze nicht raus muss? Also weißt du, wie ich meine? Diese moralische Zwickmühle. Imagine, du kommst auf die Welt und du wirst fucking als Baby irgendwo eingesperrt in eine 4-Zimmer-Wohnung. Und du weißt nicht, dass es noch eine Außenwelt gibt. Du bist immer nur in dieser 4-Zimmer-Wohnung. Klar, du müsstest auch nicht raus. Dir wurde es ja nicht antrainiert, in Anführungszeichen, rauszugehen. Aber die Frage ist halt, weißt du, wie ich meine? Und so ist halt auch eigentlich die Natur von den Hunden. Draußen fucking rumzurennen und zu jagen normal und was weiß ich was, am Tag 7000 Kilometer zu rennen. Klar braucht es nicht zum Überleben, aber ich glaube, eigentlich schon ganz cool, wenn er es machen kann. Aber keine Ahnung, ich bin auch kein fucking Hundewissenschaftler. Vielleicht labere ich auch gerade einfach Scheiße. Who knows? Who knows? Ups. Also, ich hätte schon echt gern den Schlüssel für dieses Dreckshaus da. Warum finde ich den nicht? Also wir gehen immer mit unserem Hund. Ja, ist auch wichtig. Ich meine, alleine so dieses... wir hatten früher auch einen Hund. Allein dieses, der Hund chillt drin. Klar, der Hund liegt bei dir. Der Hund ist auch so happy, kriegt mal ein Leckerli und so. Aber nimm mal die Leine in die Hand. Und guck, wie dein Hund sich freut. Und da merkst du, dass der Hund schon auch gerne draußen ist und Neues sieht und einfach draußen rumrennen kann, etc. Das merkst du einfach, wenn du die Leine in die Hand nimmst, der Hund hört die Leine, kommt zu dir, wedelt im Schwanz, ist übelst happy und so. So, hier war ich schon. So, dann gucken wir jetzt mal, was hier ist. Ah, das ist actually super praktisch jetzt. Weil ich glaube, hier ist so ein Spektralriss, wo wir wieder so einen Arena-Kampf machen können. Und wir kriegen ja zu Beginn und zu Ende... zu Beginn und zum Ende... Von diesen Arena-Kämpfen kriegen wir ja volle Heal-Flasks. Das heißt, das ist auch eine Möglichkeit, unseren Heal aufzufüllen. Aber, was ich halt immer noch nicht verstehe... Ne, warte. Falsch. Falsch, falsch, falsch. Wo war... Hier. Ne. Hä? Wo waren das? Warum stehen hier überall diese Scheißzahlen an der Wand, Mann? Ich dreh durch. Okay, fuck it, wir machen das jetzt.
Diese Überreste verlangen nach einem Ritual und jeder Menge Vorsicht. So, und woher weiß ich jetzt, welches Ritual ich brauche? Woher weiß ich jetzt, welches Ritual ich brauche? Kann mir das irgendwer sagen? Ist das jetzt eine Manifestierung? Ist das ein Echo enthüllen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich das hier. Seele und Körper, ich beschwöre euch. Sieht gut aus. Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Oh shit! Wunderbar! Noch mehr Spaß! Okay, wir müssen unbedingt mit ihr den hier auch... oder auch nicht. Okay, Gott sei Dank. Okay, der Bossgegner ist weg. Wir heilen uns einmal. Sie werden aggressiv. Ich könnte meine toten Wölfe sonst immer an einer Hand abzählen. Elite besiegt. Macht erhöht plus 1 auf alle Attribute. Okay. Das Grad kam noch am ehesten. Ich spüre etwas aus der Spektralwelt in der Nähe. Das Grad kam noch am ehesten an so einem Bossfight ran. Weil er einen großen Gesundheitsbalken hatte. Das war, glaube ich, der erste Gegner, der so einen großen Gesundheitsbalken oben auf dem Bildschirm hatte. Spürt etwas aus der Spektralwelt. Was lauert auf uns? An die Arbeit, Verbanner. Hier. Sehr gut. Okay, ich hätte wirklich, wirklich, wirklich gerne mal so langsam ein Lager. Aber... Wir haben vollen Heal. Okay, sehr gut. Das war schon mal ultra viel wert hier. Ah, hier war das, was ich vorhin gesucht habe. Weil hier ist mir aufgefallen, hier stehen halt ultra viele Zahlen. Also hier stehen ja überall Zahlen an den Wänden. Aber hier sind halt mega viele. Also hier konzentriert sich das Ganze irgendwie so ein bisschen. Und ich habe hier diese komische Feuerschale, mit der ich nicht weiß, was ich machen soll. Ich kann nicht damit interagieren oder irgendwas. Hm. Da hängt einer, aber den können wir nicht runterschießen. Ich glaube, hier ist eine Sackgasse. Ach nee, das ist einfach derselbe Weg, aber okay. Auch gut. Ja, genau. Okay, perfekt. Ich glaube, da hinten ist ein Lager und ich glaube, deswegen ist auch diese blaue Fackel da. Ich glaube, diese blaue Fackel bedeutet, dass da so ein Lager ist, wo wir rasten können. I hope so. Wenn du dich ausruhen musst, dann am besten hier. Ja! Geil! So. Mach mal die Kiste auf. Zweite Luft. Wir haben eine neue Waffe?
Wir haben eine neue Waffe? Oh mein Gott, wie geil. Ich dachte, wir verbessern nur unsere. Also, was hat die? Die hat weniger Weisheit. Das heißt, Antheas Angriffe werden schwächer zu verkraften. Wir haben aber viel mehr Gesundheit. Und wir Gesundheit. Von 164 auf 182 und dafür macht sie ein bisschen weniger Damage. Und vor allem, unsere Waffe ist ja schon verbessert. Die Waffe ist ja nicht verbessert. Darf man auch nicht vergessen. So, und dann geht's hier weiter nach oben. Und wie gesagt, ich nehme sehr, sehr stark an, dass wir hier einen großen Bogen laufen und nachher hier wieder rauskommen. Geil. Oh, ich liebe dieses Game. Es ist einfach, einfach wunderschön. Einfach wie eine Mischung aus meinen ganzen Favorite Games. Witcher, Dark Souls. Auch so ein bisschen mit dem Inventarsystem, Assassin's Creed. Von allem ein bisschen was drin. Einfach gut gemacht. Auch die Schnellreise, super cool, wenn wir irgendwann unser Gewehr kriegen und wir sagen, hey, pass auf, wir wollen jetzt diese ganzen weißen Dinger, die du ja mit dem Gewehr abschießen musst, einsammeln. Hast du hier deine Schnellreise zwischen den Lagern. Auch mega cool. Haben wir eigentlich haben wir einen Fähigkeitspunkt? Nein, haben wir nicht, schade. Aber wir können unseren Shit verbessern. So, wir verbessern erstmal unsere neuen Waffen, die wir gerade bekommen haben. Let's go. So, nochmal geht nicht. Dann verbessern wir unser Armband. Zack. Oh, gleich nochmal. Let's go. Nochmal geht nicht. Okay. Du musst gleich raus. Wie passend, dass ich jetzt offline gehe. Wie gut, dass ich jetzt offline gehe. Bis übermorgen, Filat. Morgen werde ich nicht streamen. Morgen ist Frautag. Das heißt, der nächste Stream ist, warte mal, wir haben heute, ich war ja am Montag in Schweden, deswegen ist meine Wochenplanung ein bisschen vercrackt. Heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag. Morgen kein Stream, wir streamen am Freitag wieder. Samstag dann langer Stream bitte, bin allein zu Hause. Okay, dann gucke ich, dann streamen wir eventuell. Es wird aber schwierig.